Shorts. Okay. Ne, Trial hatte nicht geschrieben. Blöd. Bei mir schon alles fit hier. Bisschen Questen, viel Abwechslung, schöne Gebirge uns anschauen, schöne Grafiken, Landschaften. Irgendwelche komischen Pferde sind hier auch. Also sammle frischer Strauß und sprich mit. Okay, sammeln. Also erstmal Strauß. War da echt nichts mehr? Meine Buffs sind abgelaufen. Wit, wit, wit. Wit, wit. Jolly Jumper ist mein Pferd, also nee, man kann die Tiere ja benennen, ich habe aber denen keinen Namen gegeben. Ich habe eine sehr stabile Internetverbindung, daran liegt es nicht, aber es muss ja noch obendrauf Buggy sein. Naja, ja nee, ich meinte jetzt nicht, ich meinte nur allgemein, dass es, dass man echt wirklich gute Verbindung hat, guten PC. Aber es ist scheißegal, bei mir ist das Spiel auch einfach so abgekackt ganz oft, einfach despawned, sag ich mal, weg. Verschwunden. Passiert alles. Ach ja, mir geht's soweit gut. Hab dann endlich nicht mehr Login-Frust. Spiel ist runter von der Platte. Das tue ich mir nicht mehr an. Zock ich lieber andere Sachen. kann ich verstehen, du. Ich bin ja froh, dass das heute bis jetzt noch funktioniert hat. Bis jetzt, sage ich immer, weil immer wenn man sowas sagt, dann wisst ihr, da passiert irgendein Blödsinn. Ich war doch hier vorhin schon, war ich nicht bei denen? Sieht irgendwie genauso aus. Klein Crash nennt man das, glaube ich. Gerade aus diesem Spiel. Stimmt. Das könnte man so nennen, ja, Client Crash. Also auch CC, oder? Mein PC wurde CC'd. Einfach. Während des Castens hier, während des Questens. Ja. Aber ich finde doch, ist doch, die Spawn ist so viel cooler, so wie die Bäume vorher. Bäume abgesägt und dann waren sie weg. Das war auch Client Crash. Nee, falsche Taste. Roter versaut. Ey, das ist noch einer. Moment. Muss ich was anderes spielen hier? Hab ich? Ja, hab ich. Komm, auf geht's. Bash den. Kann ich das auch noch nutzen? Wunderbar. Jump. Hinter ihn. Hauen. Schon ein bisschen. Ich habe bald keine Sandwiches mehr, dann ist es immer kacke. Da muss man warten, bis das Leben sich wieder reckt. Ich habe Post. Das verwirrt mich. Wer soll mir denn Post schicken hier? Also ich... Bist du da, Nico, gerade? So. Na? Hält er mich da fest hier? Himmel. Ach, schon wieder zwei. Ach, Mann. Hab ich doch gar kein Leben, diesen Schmarrn hier. Ja, du Nico. Müssen wir dann nachher nochmal vielleicht schauen wegen dem. Oder habe ich mich verhört? Ja, hast dich verhört, ey. Ich weiß nicht, was du willst. Jemand zu deinem. Wegen dem Raid-Call müssen wir nochmal schauen hier.
Wegen den Unterchannels. Aber kann ich ja nachher reinbasteln nach dem Stream, ist ja kein Problem. Blumenstrauß pflücken. Hey, wer möchte einen Blumenstrauß von mir? Ach du Kacke. Weil du bei Ark Age da so Gildenbesprechungen reingehst. Ich wollte da so haben PvP und dann Quest 1, 2 und 3 oder sowas. Muss man nochmal schauen. Mal gucken. Ich mach das da schon später. Mein Klient zuckt schon seit 40 Minuten an, dass ich zuckt. Du meinst Zeit genau, stimmt, Zeit genau. 6, 8, 7 bin wohl abgestürzt. Ich stelle mich nun wieder noch nicht mehr hinten an. Das ist blöd, ja. Ah, ist gut. Ja, wie gesagt, gestern ist mir das bei auf Platz 2 dieser Warteschlange passiert. Aber es war ja danach im Stream. Ich habe ja nur laufen lassen. Ich wollte nur mal kurz rein was sortieren und schauen, ob es geht. Sprich, oben und unten. Ist ja blöd, oben und unten. Ja, ist ja klar, dass ich gegen so einen Baum da. Geh! Lauf! Komm! Ja. Erstmal, es gibt ja sehr, sehr viele Hindernisse, bis ihr das Spiel spielen könnt. Warteschlange sowieso über Endboss. Ich meine, egal was sie reinpatchen, so schwer wie die Warteschlange wird es nicht sein. Weil kein Bossfight dauert 12 Stunden plus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nachher bringen sie so einen 24-Stunden-Boss rein. Und dann Warteschlange und dann crasht es auch so, das ist noch ein Hindernis. Dann im Spiel drin fliegt man auch raus. Also. Seltsam, seltsam. Also ich sag mal, das Spiel ist nicht fertig, aber es ist halt momentan ein sehr guter Zeitpunkt, ein MMO zu releasen. 2 Monate vor, 2 Monate Zeit, das Spiel zu spielen. Kann ich da nicht runterspringen? Ja gut, bei den ganzen Bäumen springe ich jetzt da nicht runter. Dann crash ich wieder. Was muss ich überhaupt machen? Finde die Truhe in einer Höhle südlich vom Tempel des Wei. Oh nee, Höhle und Gags. Ach du Kacke. Da verlaufe ich mich doch. Höhle. The fuck. Ich mag keine Höhlen. Erst muss ich einen Eingang finden, wenn es eine Höhle ist. Ach, der Eingang ist hier hinten, oder? Und da muss ich da durch. Kann das sein? Weil hier ist ja nur. Stimmt, oder habe ich recht? Ich schätze mal schon hier. Da muss der Höhleneingang sein, muss ich da hinten mich durchballern. In der Höhle drin. Da und dann da. Ja, weiß ich nicht, schauen wir mal. Da war ich ja eben, oder? Habe ich die Quest denn hier bekommen? Höhleneingang ist da. Hier an dem Weg. Der Weg endet ja dann irgendwann. Oder sehe ich das total falsch? Nee. Nicht, dass es dann hier wieder rausgeht. Doch, es geht glaube ich da wieder raus. Jetzt warte mal, schauen wir mal kurz. Ja, wird angegriffen bestimmt. Nee, das geht hier hoch. Scheiße, das ist gar nicht richtig. So eine Verbindungsstraße, Verbindungshöhle. Das sind alle Elite hier. Nein, ich muss wieder zurück. Oder doch, oder nicht, oder wie? Ich weiß nicht. Wie komme ich denn da hin? Ich gehe doch mal wieder hoch. Kann ich hier
Nee, okay, ich bin auf der anderen Seite. Und ich muss hier hin. Hier hin. Also nochmal. Nochmal hier rumreiten. Sowas mag ich nicht hier, wenn es nicht offensichtlich ist. Dann gehen wir nochmal dahin, wo wir waren. Vielleicht finden wir den Eingang. Also. Go, go, Speed, Speed. Brauche ich Speed hier. Und zwar da lang. Ich dachte echt, es wäre der Höhleneingang, damit ich dahinter durchkomme. Ist ja oft so komisch, dass du ganz woanders hin musst. Für den Eingang. Aber anscheinend hier nicht. Hier war ich ja schon vorhin. Hier war ich ja schon vorhin. Ich muss finde die Truhe in einer Höhle südlich vom Tempel. Seht ihr, was ich meine? Dieses dumme Herumreiten mit den Bergen. Ist das eine Höhle hier? Ja. Jawohl, ich bin richtig hier. Geil. Upmountain hier. Pad, despawn. Despawn. Nächstes Pad. Ist auch immer doof. Man muss jedes Mal das eine Pad erstmal loswerden, bevor man das andere holen kann. Habe ich nicht genutzt? Ich habe ein falsches Spell genutzt. Ich denke. So viel zum Thema, dass man reconnecten kann, wenn man aus der Warteschlange geschmissen wird. Rang 40, DC, Rang 3000. Ja, das geht noch nicht. Das haben wir ja vorhin festgestellt. DC, Kacke. Hier, dein Internet oder einfach so das Spiel raus aus dem Spiel geflogen? Was ist da hier? 3 Stunden später. Kiste des weißen Mannes. Gut, passt. Geschafft. 3000er, kannst du morgen Mittag ins Game. 10 Sekunden Internet weg. Ah, scheiße, ja gut. Komplett die C, okay, dann. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Wow. Spawn. Mount auf geht's. Also, wo gehen wir jetzt hin? Zu 2 oder zu 1? Hm. Dann gehen wir wieder zu 1 hier. Dann wollen die mich hier auch noch mit Bergen und Bäumen ärgern. Schlimm. Schöne, gerade Flächen ohne Berge. Mit ganz vielen Quests, das ist doch schön. Ja, aber was würdet ihr denn so machen, wenn ihr jetzt in der Situation seid, hier, die wollen connecten, fliegen raus und so? Wie würdet ihr das denn angehen mit den Servern? Ich weiß ja nicht, wie die das jetzt lösen sollen. Es sind zu viele einfach auf den Servern. Die können ja nichts machen, wirklich. Erweitern können sie die Server, glaube ich, nicht so stark. Wir können neu anbieten, dass man da woanders hingeht, aber wenn ihr jetzt da schon irgendwelche Sachen angefangen habt,